Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder Mad Games Tycoon 2. Und ich habe mir gerade, also ich habe mir ständig wieder angeguckt, wie viele Likes und Aufrufe und whatever Part 3 hat. Und Part 3 hat jetzt 82 Aufrufe. Das ist gleich viel wie mein bestes Video auf meinem Kanal. Also, und ich glaube, das steigt immer noch. Das heißt, ich habe ein neues, bestes Video. Und das heißt, es gibt noch eine Folge. Und ja, ich hätte eigentlich geplant, heute nur einen aufzunehmen. Weil ich heute noch ein paar Sachen hatte und nicht so viel Zeit hatte. Dann dachte ich, mache ich eine Folge. Und dann dafür morgen zwei oder drei oder so. Ich mache jetzt kurz... Kurze Info, wir haben 22 Uhr. Ich mache jetzt kurz noch Folge 4. Dann mache ich morgen wahrscheinlich Folge 5, 6 oder 7, maybe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lasst uns schon mal laufen. Ihr könnt gerne mal den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Meine anderen Videos gucken, meine Videos liken. Und so weiter und so weiter. Texas Chainsaw Massacre 2, 50 bis 70. 4 Wochen länger. Achso, das geht gar nicht. Auch mal Leute in Technik. Ah, ein Gaming Designer mal. Ja, komm rein da. Dann habe ich gesehen, Wissenschaftler mit 50%. Rein da. Dann ein Soundartist. Rein da. Dann, was haben wir denn noch? Bürokraft. Rein da. Noch ein Soundartist. Rein da. Ein Wissenschaftler. Rein da. Dann Grafiker. Rein da. Noch ein Wissenschaftler. Rein da. Noch ein Programmierer. Rein da. Und das reicht jetzt auch. Und genau wie ich es erwartet hatte, Addons kommen eigentlich nie wirklich gut an. Also, die werden immer gehasst. Und ich weiß nicht, wieso. 60 bis 80, das reicht nicht zwei Wochen länger. Okay, Jahresabschluss, ich habe minus eine Million gemacht. Ja, das ist, glaube ich, weil ich Gebäude gekauft habe. Und weil mich die meisten Spiele nicht so viel Geld bringen. Naja, jetzt haben wir 1979. Okay. Fünf Wochen länger. Ich brauche auf jeden Fall einen Arbeiter. Oh, ein Grafiker mit 94. Rein da. Habe ich doch irgendwen? Ein Techniker, endlich. Alter, endlich. Ich brauche mehr Game Designer. Stelle ich vielleicht später noch ein. Bürokraft wäre auch mal wieder gut. Dann ein OP-Techniker. Rein da. Oha, das ist richtig fetter Progress. Haben wir hier noch... Okay, noch ein Soundartist und Bürokraft. Sagen Bürokraft rein. So, das sollte erstmal reichen. So, ich glaube von den... Okay. Texas Chainsaw Massacre wurde vom Markt genommen. Hat nur 260.000 gemacht. Das ist nicht so gut. Aber damit kann ich leben. Irgendwas Neues bauen? Nee, kann ich nicht, hab ich vergessen. An der Nase ist kommt zu. Aber egal, ich mach die Videos, ich tue es trotzdem. Alles für die Klicks.
Okay. Jetzt Fachkräftensuche. Automatisch wiederholen. 75 bis 75. Keine Vorlage. Perfekt. Dann will ich einmal Technik. Do it. Do it now. I want Techniker. Weil die Konsole muss fertig werden. Weil sonst kann das Spiel sowieso nicht rauskommen. Also. So sage ich dem immer 2 Wochen, hätte der kann noch 60 Wochen weg sein. Boah, das war ein Fehler vielleicht. Bis dann kann ich auch keine neuen Games ausbringen. Think about it. Das ist eine Probleme. Ihr habt keine Techniker gefunden. Zweimal schon. Okay, Fachkräftensuche. Bürokraft. Wenn das schneller geht. 60 bis 80, ja, ich kann dich nicht rausbringen, weißt du? 14 Wochen los, let's go. Hab keine Wahl. Aber dafür wird das dann richtig gut. Oh yes. Eine Bürokraft. Dann entweder mache ich Strategie 1 oder Strategie 2 später. Also ganz, ganz später. Später gibt es ja einen Raum, womit man Trainingsraum, in dem man die Leute trainieren kann, dass sie ihre Skills besser machen. Und ein paar der Leute können einfach nicht ihr maximales Potenzial, ist einfach nicht hoch genug. Dann könnte ich die eigentlich rauswerfen. Oder ich behalte die und mache einfach einen zweiten Raum davon und sag, das sind die Trash-Leute und von dieser Sache. Okay, ich brauche auch noch einen Spieltester mal. Habe ich noch keinen. Tetris 6 ist runtergenommen worden. Als nächstes ist Pong dran. Das ist nicht so gut. Obwohl, ist eigentlich egal. Ich kann Fortsetzungen trotzdem machen, aber. Ja, das macht alles nicht so viel Cash. Obwohl Pong schon. Wochen, Alter. 20%, das ist gar nix. Gar nix. Gar nix. Okay, Spieltester findet ihr nicht. Da macht ihr jetzt eine Marketingkampagne für ein Spiel. Nämlich für Texas Chainsaw Massacre 2. Dann ist das schon mal dick gehypt. Und wenn das rauskommt, werden sie alle ausflippen. Ich würde sagen, Aufgabe abbrechen. Würde ich sagen, macht mal automatische Forschung, Gameplay-Features, Hardware und Konsolen-Features komplett durch. Das ist doch mal eine gute Aufgabe. Weil die Game-Features, die kann ich wirklich gut gebrauchen. Wieso macht die Halloween Edition? Ach ja, so sage ich immer Edition, Add-on. 1 Million minus. Wie kann das denn sein, Alter? So ist das. Also früher, als ich das Game immer gezockt. Also, ne. Wie. Ich sag das, als wäre es ein Game von den 90er. Aber ich habe ja das Game schon mal gespielt. Und dort haben die Add-ons nur minus 500.000 gemacht, aber nicht minus 1 Million. Wohl im späteren Verlauf von 1999 oder so war das schon so, ja. Das 20%, das ist gar nix. Das ist komplett dumm. Sag mir jetzt nicht, ihr habt automatisch wiederholen, oder?
Ja, gut. Ich muss euch nochmal Fachkräfte suchen. Techniker? Es geht nicht anders. Techniker, ja. Der ist auch nicht so gut, aber rein mit dir. Ich brauche dich. Mein Video, dass es besser wird. Wenn die Konsole fertig wird, kommt das Video mehr Klicks. Okay, kein Techniker gefunden. Also, mach das nochmal 300 Mal. Dann finden wir vielleicht einen. Oh, 30%. Oh, nee. Gar kein Bock. Komm schon, irgendwo muss auch noch irgendwo ein Techniker sein. Bürokraft, komm. Dann geht das auch schneller. Nichts gefunden wieder. Irgendwas. Techniker, der nicht so schlecht ist, wenigstens. Spieltester mit 35, komm. Why not? Rein da. Drei Wochen, das reicht nicht. Aber ich kann mir immer wieder angucken, was jetzt mit den Prozenten abgeht. Also, das ist alles jetzt über 100, außer die Bugs, was auch gut ist, dass es auf 0 ist. Dass es gleich fertig ist. Würde er denn sagen 90 bis 100? Oder würde er sagen, nee, 70 bis 90? Ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Aber du musst noch mal 5 Wochen at least. Es wird nicht reichen. Als sicher noch 20 Wochen. Mehr sogar. Aber sobald die zwei Games runtergenommen werden, gehe ich dick ins Minus. Ich bekomme auch immer nur 900.000 plus, weil die Million wird von dieser Million minus gecancelt. Das und das. Und hier das hier. Let's go. Okay, 70 bis 90. War noch red. Ist noch nicht fertig. Ich könnte ja nicht mal, wenn ich möchte. Und schon sucht man Techniker. Schon wieder keiner. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da keiner ist. Ja, ein Trash-Techniker, komm. Diese Konsole will ich in dem Video noch fertig machen. Dann kommt Texas Chainsaw Massacre 2 raus. Und dann kann man zugucken, wie mich die Halloween Edition da. Ach Gott, Alter. Ich hätte das in meinem Leben nie hinkriegen, dass ich das Add-on nenne. Das Halloween Add-on wird mich so krass runterziehen. Mache nochmal 6 Wochen. Ja, reicht nicht. Aber dann habe ich ja alle Prozent auf 200 und das hier auf 300. Ist ja auch was. Aber dann sagt er 80 bis 100, sonst. Das kann er gerade noch mal einen Monat länger bleiben. Oh ja, endlich. Das ist gut. Das könnte mir mein Leben retten. 3 Wochen. Dann noch mal 6 Wochen. Dann ist er vielleicht fertig. So sinkt mein Geld eigentlich. Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ach, weil ich ja wöchentlich zahlen muss und das mein Gewinn wegmacht. Diese dummen Add-ons.
Jetzt, die ziehen mich einfach bergab. Einfach mit so einer Handschellenkette gefesselt und an so eine Titankugel und einfach ins Meer gedroppt. Ich sag's, Alter. Das ist die perfekte Beschreibung. Um 99%. Ja, Konsole veröffentlichen. Dann mache ich 12.000. Die Garantiezeit. Aha. Das ist der Preis auf jeden Fall. 500, das sollte reichen. Und 8,8. Damit kann ich leben. Jetzt, Konsolenoptimierung. Beste, natürlich. Beste für den Besten. Hardware und Technik. Geil. Jetzt kann das gepublished werden. Katari ist, glaube ich, das einzige hier, was gerade gut ist. Aber das ist ein Adventure-Spiel. Dann Emix kommen. Ist es noch ein Hit? Achso, okay. Dann könnt ihr Marketing machen für kein Spiel, sondern für eine Konsole. Ja, okay. Macht das. Kostet auch 1 Million. Die macht gerade minus 2 Millionen. Oh no. Oh no. Oh oh, bis die Plus macht, bin ich längst tot. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Das war ein Fehler. Egal. Pong, ach komm, du wirst mich retten. Zieh mich aus dem Verderben raus. Schnell. As long as you can. Warte mal, dann brauche ich doch B+. Automatische Forschung pausiert, ja. Weil ich kein Geld habe, ne? Jahresabschluss, okay, das... Was? Entwickler des Jahres ist Microsoft? Das ist doch nicht dein Ernst. Hallo, ich habe ja das ganze Jahr lang nichts rausgebracht, stimmt. Okay, das ist gut, dass ich darüber nachdenke. Okay, das Spiel muss noch 5 Wochen länger da bleiben. Warte mal, mein Geld steigt wieder. Mein Geld steigt, obwohl alle meine Sachen minus machen. Meine Konsole macht plus. Endlich. Endlich. Und das Add-on wurde endlich vom Markt genommen. Oh ja. Jetzt geht's bergauf. Ich brauche jetzt gute Bürokräfte. Aber die Forschung, die kann weitermachen. Wieso ist es immer noch pausiert? Ich will nicht die Lampe. ...70 bis 90. Okay, kann ich mit leben. Katari, Microsoft, Sega mal wieder. ...82, perfekt. Bankkrise. Plus 200 Zinsen. Okay. Updates. Für Texas Chainsaw Massacre. Alles. Bugs hast eh keine. Das 20... 30 Mal. Muss ich wiederholen. Let's go. Die Forschung abbrechen und neu geben. Jetzt sollt ihr sonstiges Grafikstudio kommen. Was brauche ich alles? Oh, Marketing und Support. Perfekt. Die ganzen Updates, Alter. Oh, wir haben 1980. Es wird Zeit für... Ich sehe es fertig.
Noch 10. Oh, mach. Alter. Rast komplett aus. So, jetzt Spiel entwickeln. Fortsetzung. Star Wars. Star Wars 2. War ja, Star Wars war ja nicht so ein Erfolg. Aber Star Wars 2 wird ein Erfolg. Mit neuen Features. Und es ist auch B+. Let's go. Dann würde ich sagen, Pause. Und natürlich, jeder von euch weiß es, wenn ich sage Pause und auf Pause drücke, heißt das, das Video ist fertig. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine Ahnung mehr zu verpassen, meine Videos liken, meine anderen Videos gucken. Ihr könnt auch mal wirklich meine älteren Videos gucken und darauf Kommentare schreiben. Ich weiß, dass, also bei anderen YouTubern, die gucken nicht ihre alten Videos, ob da irgendwer Kommentare geschrieben haben, aber ihr könnt bei meinem ersten Video einen Kommentar schreiben. Ich lese das. Ich lese das. Ich bin weird. Und vor allem ein paar Videos haben jetzt wirklich nicht so viele Aufrufe. Zum Beispiel mein GTA-Video. Ich dachte, das wird ultra der Hit und alle Leute werden es feiern. Wenn ihr könnt das ja mal gucken. Und wenn ihr es keinen Bock habt zu gucken und einfach reinschreibt, in die Kommentare schreibt, ist zu lang, hab keinen Bock zu gucken, Alter. Dann mache ich noch eine GTA-Folge, die kürzer ist. Habt noch einen tollen Tag. Ciao, ciao.